Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Zero. In der letzten Folge haben wir gegen einen Tyrant gekämpft, den haben wir natürlich besiegt. Beim fast ersten Versuch. Und haben diese Tür geöffnet, womit wir jetzt natürlich ein bisschen hin und her switchen können. Wir gehen jetzt zum Aufzug und mit diesem Aufzug fahren wir jetzt zur Ebene 4 und gucken, was da auf uns wartet. Ich bin sehr gespannt. Was hier passiert. Es kann auch sein, dass ich habe ja jetzt gespeichert, vielleicht war das auch dumm, vielleicht kommt gleich noch eine Schreibmaschine, dann shit happens. Playtime is over. You and your friends no longer amuse me. Good riddance. Now nothing will stop me from getting my revenge. Oh ja. Okay. Ist krass. Krasser Dude. Und ich freue mich voll. Also ich hoffe, meine Stimme wird bald wieder besser. Damit wir uns das hier besser angucken können. Würde ich sagen, wir gehen mal durch diese Tür. Danke. Wie gesagt, ich hoffe, meine Stimme wird bald wieder besser, weil ich freue mich voll drauf. Resident Evil 1, 2, das Remake. Ich habe das schon zweimal gespielt, auf der PS4 mit einem Kumpel, aber tatsächlich noch nie auf dem PC. Und da freue ich mich ein bisschen drauf. Ich glaube, das wird nochmal ein Ticken besser vielleicht. Oh, ist eine Schreibmaschine. Nice. Und dann freue ich mich natürlich ganz besonders, weil das ist eines der Spiele, worauf ich mich echt dieses Jahr erstmal freue, da ja ganz viel verschoben wurde, worauf ich mich gefreut habe. Sind hier auch Farbbänder? Jawohl, geil. Ich habe mich halt sehr gefreut auf Cyberpunk, was ja jetzt nun verschoben wurde, auf September. Zudem wurde ja auch, Alter, jetzt habe ich viel Schuss. Zudem wurde ja auch Vampire The Masquerade Bloodlines 2 verschoben, was dann auch blöd ist. Da habe ich mich auch mega drauf gefreut. Das heißt, es kommt erstmal nichts, wo ich sage, yo, das muss ich spielen. Aber immerhin Resident Evil 3. Das Remake. Da freue ich mich tatsächlich drauf. Und zwar richtig, weil ich ja auch das Original kenne von früher. Wobei man sagen muss, das ist schon gut. Poh. Ich weiß nicht, das ist schon ewig lange her, seitdem ich das gespielt habe. Ich würde schon sagen, kann ich es nicht mal so weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht mal, wann das Spiel rauskam. Also ich glaube, es kam vor 20 Jahren, ne? Nee. Es kam nicht 2000, es kam mal viel früher. Aber ungefähr so. Es ist schon lange her. Also ich sag mal, zum Release noch nicht. Ich habe so vielleicht ein, zwei Jahre nach, oder drei Jahre, lass es sein, nach Release gespielt, auch das letzte Mal. Dann ein paar Mal hintereinander mit einem Kumpel. Und es ist schon lange her, deswegen komme ich auch im zweiten Teil. Natürlich an ein paar Sachen kann man sich halt immer erinnern, weil die sind halt im Brain drinne. Oh. Ach, Kacke. Und an die erinnert man sich halt immer. Ja, und wie mache ich das jetzt an? Okay, warte, wie mache ich... Scheiße, für den Darmbereich, Junge. Das ist natürlich. Was muss ich denn machen? Strom für den Darmbereich. Punkt für Stromzufuhr angeben. Jeder bis zu zwei Punkte entfernt.
Jeder bis zu 2 Punkte entfernt Ort kann mit Strom versorgt werden, okay. Punkt wechseln. 2 Punkte entfernt. Sag mal, ich drücke jetzt den zum Beispiel oder den, keine Ahnung, weil der jetzt schon in der Ecke ist. Würde das bedeuten, das ist jetzt die Frage, dann gehen die zwei nach oben an, es geht der nach rechts an, der da drüber auch und die unten auch? Tatsächlich. Okay, warte mal, jetzt müssen wir nur den Punkt finden. Okay, eigentlich der Punkt, einer nach da, der. Aber zwei entfernt. Ich weiß nicht, ob der auch... Nee, der geht dann nicht mehr an, ne? Bei dem ist, glaube ich, die Entfernung nicht so krass. Wir machen mal den. Okay. Und jetzt ist doch egal, oder? Oh, perfekt. Enterwater with the Strom läuft. Yippie-yay. Okay, anscheinend wurde die Stromversorgung wiederhergestellt. Nett. Der Monitor zeigt zurzeit Bilder aus dem Aufbereitungswerk. Dieser auch, okay. Gut, damit dürfte aber wohl der Fahrstuhl wieder laufen. Scheiße, warte mal. Ich fahr nochmal hoch. Ich speichere nochmal, weil ich habe den Strom schon angeschaltet. Vielleicht ist das ein guter Punkt, um nochmal zu speichern. Wobei das Rätsel jetzt nicht... Fresse. Als ob hier auf einmal Zombies sind. Alter, fuck doch den Monitor. Die sind hier, ne? Ist doch wohl lächerlich. Oh, nö, 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 nö. Ach, komm. Ja, wo sind sie denn jetzt? Keine Ahnung. Warum kann ich denn nicht speichern? Okay, dann nicht. Ich glaube, das war nicht so klug, das direkt da drüber zu legen. Na, wobei geht. Okay. Ich laufe immer gegen die Wand, weil er Spaß macht. So, ich habe einen Schuss in dieser Waffe. Wird mir jetzt nicht mega viel helfen. Aber ich guck mal, dass das einigermaßen okay ist. Ja gut, die haben Helme auf. Darf man nicht unterschätzen. Oh, war das shit. Wozu habe ich so eine Waffe, ganz ehrlich? Shit. Oh, shit. Hä? So. Alle tot. Sehr gut. Ja, geil, oder? Eine leere Flasche ist gut. Kann ich leider nicht mitnehmen. Schade. Blöd. Aber nun gut. Oh nee, Alter. Nee, nee. Oh, scheiße, Kamera. Ach, Kacke, hier kann ich nicht aufmachen. Blöd, dann gehen wir hier durch. Shit, ich hab kein Feuer.
Waffe ist halt wirklich mega nice. Oh nö, Mann, das ist doch doof jetzt. Ich wollte flippern. Ist halt wirklich eine sicke Waffe, die Magnum. Das Problem ist, ich habe halt nicht so unendlich viel Schuss, aber die bringt mir halt momentan am meisten. Weil ein Schuss tot, bam, puff, peng, pum, pum. Andererseits habe ich mit der anderen Waffe natürlich viel mehr Munition. Was muss ich hier machen? Cool. Das ist eine Karte. Ja, fuck. Okay, noch mehr Heilkräuter. Good to know. Schotgun Munition kann ich nicht. Oh fuck, ey, ich hasse es. Wir legen erstmal die ab. Alter. 88 Schuss. Das ist nicht schlecht. Ja, auch wieder. Also ich habe nur Munition bei, ne? Aber hey. Oh. Oh, na gut, dann noch nicht. Da ist eine Treppe, da ist eine Tür. Oh, oh nee. Oh nee. Komm ich jetzt hin? Ist das richtig oder nicht, ist die Frage. Billy! Offenbar schon. Rebecca, where am I? You're safe now. Are you okay? What could have done this? They must have been used as test subjects in Marcus's research. He must have kept messing around with the mother virus. Billy? Ah ja. Gut. Gut. Okay, warte mal, jetzt sind wir wieder mit beiden unterwegs, ne? Durch erstmal, okay, die sind im Team, das heißt, wir werden jetzt erstmal gucken, ein bisschen Sharing. Der hat sogar noch alles. Ja, leck mich am Arsch. Krass. Hat nichts verloren, sehr gut. Wir haben noch 12 Benzinkanister, ist vielleicht ein bisschen viel. Und ich glaube, ich werde den auch mal hier ablegen. Obwohl, die sind schon mega nützlich, ne? Na, wir gucken mal. Obwohl, oder warte mal, wir machen das anders. So, da hat er nämlich noch einen Platz frei. Ich vermute nämlich, wir müssen gleich das, Ah, okay. Dann gehen wir erstmal hier zurück. Wir haben ja schon gesehen, in meinem Raum war dieses, Drehrädchen. Und ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass wir das irgendwie durch ein Rätsel holen müssen. Schauen wir mal.
machen erstmal Solo. Alter, geht er jetzt hoch? Ach so. Lol. Okay. Da ist die Leiter, okay. Machen wir. Okay, die Frage ist erstmal, was genau muss ich hier tun? Die Kiste vielleicht. Warte mal, muss ich diese Kiste, also diese graue Kiste, muss ich die da rüber schieben? Kann man das? Weiß ich halt nicht so genau. Ich gehe mal jetzt davon aus. Jetzt bringt mir das natürlich noch nichts, aber ich denke mal, Rebecca muss hier im Pult irgendwas machen. Ja. 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 Oh. Das ist jetzt zu gefährlich. Das ist natürlich blöd. Okay. Okay, warte mal. Es kann sein, dass er vielleicht hier weg muss. Keine Ahnung. Okay, nee. Ah ja. Gut, das geht nicht, aber nach rechts geht. Oder nach links, das habe ich gerade gedrückt. Nee, nach rechts geht. Okay. Also, kann schon wieder wechseln. Ich gehe davon aus, ich muss die jetzt einfach da in die Ecke schieben. Oh. Scheiße. Okay, warte. Ich probiere jetzt einfach irgendwas aus. Ich habe keine Ahnung. Ich mache das hier mal weg. Und das hier weg. So, hier wieder runter. Okay, warte mal, jetzt müsste ich theoretisch das einmal drehen. Ich gucke, ich weiß nicht, ich gucke jetzt einfach, ob das so, ob das Sinn macht, was ich hier mache. Oh, belastend, das ist noch nicht weit genug. Oh, nö. Achso, scheiße, dann muss der Billy hier weg. Oh, dass ich mir das auch immer angucken muss, wie die Kacke dreht, ey. Ich muss, glaube ich, noch ein Stück weiter zur Seite schieben. And then I can do things.
Nicht zu weit. So. Okay. Mal gucken, ob das okay so ist. Ich habe keine Ahnung, warum ich die da reinschieben will, aber ich will sie da reinschieben. Verstehst du, wieso nicht? Kann ich die nicht ranschieben und da hochklettern? Das ist wahrscheinlich auch die richtige Lösung, aber hey. Oh, warte mal. Aha. Ich bin so doof, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss einfach alle Kisten hier hinschieben, ne? Doof. Kann ich einmal hier raus und wieder rein? Der resettet das. Macht ja voll Sinn. Die kommen alle hinten an die Wand und dann kann man bestimmt Wasser hier reinlassen und dann schwimmen die Kisten da rum und ich kann drüber laufen. That's it. Das Problem ist, kriege ich das hier resettet? Alter, geh doch da hoch. Ja, perfekt. Okay, dann nochmal. So, die Kiste muss weg. Die brauchen wir auch gar nicht, weil die wird nicht schwimmen. Die wird nämlich nicht schwimmen. So, ich glaube nach links. Ist falsch, okay. Also drehen wir die Scheiße nach rechts. Kein Problem. We do that. So. Schieben wir die Kiste da in die Ecke. Ich hoffe, dass... Wobei, wir können die Kiste erstmal hier einmal komplett durch den Raum schieben. Wobei... Na doch, geht. Zack. So, jetzt schieben wir die Kiste, wenn das geht. Einmal kurz. Zack. Nein, du sollst da hochklettern, du Idiot. So, die schieben wir jetzt komplett wieder an die Ecke. Und jetzt wird's tricky. Jetzt wird's tricky. Hier kann ich's heranschieben, ist nicht das Problem. Und so. Dann hier rauf. Und... So. Jetzt dreht sie nach da. Ich kann sie nach oben schieben, kann sie ranschieben. Da muss ich mit ihm wahrscheinlich nur noch raus mir Wasser reinlaufen lassen, weil Billy nicht schwimmen kann. And then we have the Rätsel gelöst. So. Hier komme ich wahrscheinlich nicht hin. Okay. Dann noch einmal wechseln.
Und das Rätsel war gelöst. Schön, schön. So. Jetzt gehen wir mit ihm raus. Ich würde gerne bei sowas währenddessen schon auf sie wechseln können. Das wäre cool. So, hier lassen wir jetzt einfach das Wasser rein. Und wir können bestimmt gleich rüberlaufen. Und alles ist cool. Jo. Das Problem ist... Ach, scheiße. Er hat noch Platz. Dann geht er. Yeah. Geiler. Gut. Das Problem ist, da war noch so ein Schleimi, wa? Ja gut. Ich habe nur einen Schuss. Aber das werden wir sehen in der nächsten Folge, was hier passiert, was abgeht und so weiter. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und haut rein.